Der Unterschied liegt auf der Hand. Oder besser gesagt auf dem Boden, beziehungsweise eben gerade genau nicht. Okay. Wenn die Würfel gefallen sind, dann liegen sie irgendwo, sei es auf der Hand oder auf dem Boden. Man weiß also, wie das Ganze ausgegangen ist. Cäsar sagt ja gerade nicht, die Würfel sind gefallen, das heißt, sie liegen eben gerade noch nirgendwo und er kann sich noch nicht das Ergebnis angucken. Cäsar sagt, alea iacta est, also der Würfel wurde geworfen. Das heißt, er befindet sich gerade im Flug. Jetzt kann also noch alles passieren. Wir wissen noch nicht, wird es eine 6, wird es nur eine 1. Momentan ist einfach alles volles Risiko. Er hat sich jetzt einfach erstmal dem Glück anvertraut. Okay. Mal gucken, was passiert. Die Würfel sind gefallen, wäre ja eine komplett andere Situation. Cäsar wüsste in dem Moment schon, ob das Ganze jetzt gut oder schlecht ausgeht. 6, 1 oder irgendwas dazwischen. Die Würfel sind gefallen, also eine etwas blöde Übersetzung, nicht nur wegen dieser Singular-Plural-Sache. Aber die Würfel sind gefallen, würde eben heißen, die Würfel liegen da. Kleine Spracheübung, übersetzt doch bitte mal, die Würfel liegen da ins Lateinische. Einmal die Würfel liegen da im Plural und einmal der Würfel liegt da im Singular. Da liegen heißt jacere, E-Konjugation. In unserem Fall hat Cäsar eine 5 gewürfelt.